Herzlich willkommen auf dem Mardi Live-Kanal. Das ist Tobi von Servus, grüß euch. 4Wheel24, ihr kennt ihn schon. Wir beide waren zusammen in der Sahara. Vor ungefähr 5 Monaten sind wir genau hier losgefahren. Genau. Ja. Holy shit, das ist schon wieder lange her. Und am Ende des Videos von Teil 2 haben wir beide gesagt, wir sehen uns wieder bei Phase 2. Und da sind wir. Aber was bedeutet Phase 2? Weil ich habe die ganze Zeit noch gar nicht erzählt, was eigentlich Phase ist. Was Phase 2 ist. Und ja, jetzt lassen wir quasi die Bombe platzen. Genau, also Phase 2 ist die fortlaufende Optimierung der Phase 1 natürlich. Ne? Also genau. Das heißt, wir machen alles ähnlich, nur viel besser. Ja. Und einer der wesentlichen Gründe oder Ansatzpunkte ist, diesen wunderschönen Aufbau, der sich bewährt hat, ja, muss man auch sagen, auch ja, nach deinem Schweden-Trip, nochmal zu ersetzen gegen die Obergranat, stabil, leicht, duschbar, ja, duschbar, Toilettbar, essbar. Essbar und kühlbar Variante. Richtig. Das heißt, wir machen hier in der Phase 2 das Ganze nochmal eine ganze Ecke wichtiger. Genau, bedeutet im Umkehrschluss, das Ding hier hinten kommt runter. Details dazu gibt es im nächsten Video, also stay tuned, Kanal schon mal abonnieren, da gibt es ganz, ganz wichtige Informationen. Aber wir haben ja festgestellt, dass gerade wenn man unterwegs ist, ein gewisser Komfort einfach geil ist. Genau. Thema auch stehen. Ne? Also man kann da drin halt nicht wirklich stehen, außer du bist nur 1,50 Meter groß. Ja, man hat ja nicht nur Schönwetterphasen, man hat auch mal genau, Regen, ja, Schnee und Eis. Ja, ja. Und schön wäre es natürlich, wenn man stehen könnte, wenn man duschen könnte. Ne? Ist immer ja so ein Punkt, ne? Einmal die Woche wäre schon nicht schlecht. Ne? Und wenn man natürlich mehr Lebensraum auch hätte. Ja, es ist, ne? du weißt ja selber, ich bin jetzt Baujahr 83, wir werden nicht jünger. Und gerade was den Rücken angeht und so weiter. Rücken, ne? Also ja, ja, ab 26 fängt schon langsam an, dass man sich den Komfortzone. So spät weiter bei dir? Ja. Okay. War schon früher bei dir. Ja. Na gut, ich bin ja schon genau ein bisschen. Wie können die Leute sich das vorstellen? Also wir werden jetzt quasi, ich mach mal hier kurz zu, damit man das in der ganzen, ja, Gänze nochmal sieht. Also wir brauchen natürlich auf der einen Seite Höhe. Wir müssen etwas höher hinaus, dass genau wir die 1,90 Meter, 1,95 Meter Stehhöhe haben. Wir bauen eine neue Kabine. Wir bauen eine komplett neue Kabine, genau, eine ultrastabile, leichte Kabine, die einen viel, viel höheren Isolationsgrad hat. Also das heißt, die ist dann auch gut für minus 35. Jawohl! Ja, es kommen kleine, extrem stabile Fenster rein, die auch für hohe Minustemperaturen geeignet sind. Ja. Es kommt ein besseres Heizungssystem noch rein mit einer besseren Verteilung. Ja. Wir haben mehr Platz in die Höhe, wir haben mehr Platz in die Länge, aber die Längeneskalierung geht mehr nach hinten oben hinaus. Das, ja, heißt, wir arbeiten hier mit schrägen und mit ultimativ coolen Formen im Koffer. Lasst euch da überraschen. Pass auf. Das wird der Oberhammer. Was du dazu sagen musst, ist, so wie es da, was wir da, oder du oder wir in Gemeinsamkeit entwickelt haben, gibt es so noch nicht. Also es hat es vorher noch nicht gegeben. Das ist halt auch ganz wichtig zu sagen, weil klar gibt es Aufbauten, die hat man schon auf gewissen Unimogs gesehen. Aber wir haben gesagt, bevor wir wieder torpediert werden, es gibt so diese Menge an verschiedenen Dingen noch nicht. Ach so, ne? Okay. Es gibt mal Dinge, die einzeln schon jemand so gemacht hat, aber okay, in der, ja, Funktion alles zusammen, was wir da rein integrieren, hat noch keiner so gemacht. Geil. Da gebe ich dir komplett recht. Das, ja, ist der One and Only in dieser Form. Wollen wir schon verraten, wie der Name heißt, oder wollen wir damit noch warten? Falls einer klaut. Lass es raus. Okay, warte. Lass es raus, Mann. Ich würde mir mal hier irgendwie eine Klemme. Oh, perfekt. Lass es raus. Also, jeder kennt die Air Force One. Ja. Und ich mag halt auch so ein bisschen übertreiben. Und ich denke, der Begriff Prepper One ist doch geil. Ja. Die Prepper One-Kabine, wie wir sie dann quasi konzipieren und machen und tun, ich will auch noch gar nicht so viel verraten, weil das ist ja ein Prozess, den solltet ihr miterleben. In dem Prozess haben wir heute auch wieder besprochen, die Lackierung von diesem Unimog, wenn er dann die neue Kabine bekommt. Und die, ich sag's mal so, ich bin jetzt schon heiß drauf. Es hat was von Mad Max, es hat was von Prepper, es hat was von Stealth, also ja, all diese Elemente, ja, ja. Stabilität, Solidität, ja, und aber auch maximale Versteckbarkeit, wenn es notwendig ist. All diese Elemente integrieren wir da rein, noch in einer spannenden Form, ja, die so in der Kombination aus diesen verschiedenen Formen noch keiner gemacht hat. Geil, ich bin, ja, mega hyped. Auch natürlich, wie es innen drin halt vonstatten geht und, ja, so weiter. Ja? Es ist halt so ein Ding. Wir waren so schnell kreativ heute wieder. Ja, also es war tatsächlich komprimiert in der kürzesten Zeit.
dass wir uns nach einer Dreiviertelstunde schon gefragt haben, warum wir so perfekt waren. Ja. Wir können die Sitzung schon unterbrechen, weil alles top ist. Exakt, genau. Das war wirklich da. Wenn die richtigen Köpfe zusammen quasi unter eine Decke kommen, dann steht da geisteskrank, das ist definitiv. Ich muss jetzt einfach mal, das hat mich wieder echt, also das wäre so ja, gut. Ja, ja. Also der Punkt ist ja, die Leute werden sich jetzt fragen, wir gehen auf Prepper One Kabine. Ja, okay, da kommt ein neuer Aufruf. Ja, okay. Warum machen wir das? Ich dachte so, okay, die Leute, du hast doch jetzt eine Kabine, die funktioniert super, die ist doch schön. Hast du also Standheizung, also ein Bettchen drin und einen Kühlschrank, ist doch alles da. Außer Klo, Dusche, Begehbarkeit, Standhöhe. Aber, denn im nächsten Schritt haben wir noch was offen. Ich habe dir damals gesagt, wir beide werden nochmal versuchen, wenn der Aufbau nämlich dann richtig ist, die Sahara zu durchqueren. Da schnappst du dir nochmal deinen Unimog, ich schnapp mir meinen Unimog und dann versuchen wir nochmal. Wir fahren nur mit 2 bis maximal 3 Unimogs, dann können wir es ein bisschen mehr krachen lassen. Exakt. Und wir knüpfen an die Sachen nochmal an und vollenden die Phase 1, die ja damals nicht ging, weil einfach ein paar kleine Dinge, die wir natürlich jetzt optimiert haben, auch an dem Aufbau, ne? Ja. Wir haben alles ein bisschen verstärkt und gemacht und optimiert, genau. Die wir damals mit der Konstellation so nicht machen konnten, ohne vielleicht die vorhandene Geschichte noch mehr zu beschädigen. Ja, also quasi ein Risiko einzugehen, am Ende stehen zu bleiben, wollten wir nicht. Aber diesmal lassen wir einfach vorne den Workshop weg, weil jetzt wissen wir ja, um was uns erwartet, genau. Und gehen direkt rein dann. Und, was auch noch ganz wichtig ist, ich will danach, das eine Extrem ist halt nochmal die Sahara. Und im nächsten Extrem, und vielleicht kommst du einfach mit, Sibirien, Island. Also da, wo es richtig knackig ist. Und nicht im Sommer, sondern im Winter. Kann ja jeder. Wir müssten mal dann im Oktober, November nach Island fahren. Ja, na, da ist dann keiner dort. Ja, richtig, keiner da. Na, das sind alle dann, die zum Warmduschen nach Hause wollen, wieder zu Hause. Genau. Und wir können dann aber auch warm duschen. Das ist ja der Vorteil. Das wird sich zeigen, ob das funktioniert. Ja? Und das ist ja genau dieser Spirit dabei, dass ich halt dann gucken will, mit der Optimierung, mit der neuen Kabine, dann solche Abenteuer möglich sind, ohne halt tatsächlich Einbuße zu haben und halt auch duschen zu können, zum Beispiel. Und halt gut zu schlafen. Und halt auch, keine Ahnung, was man alles so machen kann mit so einer Kabine. Genau, deshalb machen wir das, weil wir halt den nächsten Step, den nächsten Extrembereich erreichen wollen und das geht damit definitiv nicht. In Schweden waren minus 6 Grad. Also selber bin ich böse, aber da habe ich schon gemerkt, so, ja, es war warm. Ja. Aber du machst die Klappe auf, bumm, ist das denn kalt? Wir haben ja keine Isolation. Null, gar nichts. Die Konstruktion war ja auch vom Grundsatz nie dafür gemacht, sowas zu reißen. Insofern hat er sich schon ganz gut geschlagen. Ne? Denn die große Frage war nämlich, die hatten wir uns am Anfang gestellt, kann man aus so einem Feuerwehrauto, so wie es da, so habe ich ihn ja gekriegt, kann man da alles quasi entkernen und was draus basteln und machen und tun? Ich würde sagen, ja, haben wir. Ja. Definitiv. Mit viel Blut, Schweiß und Tränen haben wir das hingekriegt. Für den Sommer, für ein bisschen verlängerten Wochenende, Einsatz ideal. Ja. Ja, auch für die Erhaltung des gesamten Bildes, wer Feuerwehrfahrzeuge entsteht, ist natürlich perfekt. Genau. Für einen Dauereinsatz natürlich bedingt nur zu empfehlen. Ja, oder mit vielen, vielen Kompromissen. Bitte. Ja, genau. Kompromisse musst du eingehen. Also duschen draußen. Ja. Wenn du das kannst, hast du schon mal die halbe Miete, weil es ist eine Dusche da. Ja. Und Schande über mein Haupt, ich habe sie immer noch nicht benutzt. Dann ist sie halt jungfräulich für den, der vielleicht dann die Kabine übernimmt. So, dazu gibt es aber mehr Informationen im nächsten Video. Da sage ich nochmal ganz klare Details. Wenn ihr jetzt schon Fragen haben solltet oder Kontakt zu Tobi wollt, hier unten, nee, nicht hier unten, also unter dem Video ist eine Beschreibung. Da packe ich alles rein, was ihr braucht. Und danke Tobi für den kleinen Einblick. Nicht zu danken. Ich freue mich schon drauf. Ich bin heiß, also der sowas von heiß. Gut, dass früher kommt, die Motivation kommt, wir haben echt Bock. Und, darf man das schon sagen, wir wollen es schaffen, tatsächlich im September auf der NUVA zu stehen. Ja, wir stehen auf der NUVA im September, zusammen in Kooperation mit BASF, um auch den neuen Speziallack in eigener Kreation mit deiner Unterstützung natürlich hier ein bisschen mit zu promoten und auch das zu promoten, dass es auch nachhaltig ist, mal ältere Fahrzeuge tatsächlich neu zu überarbeiten. Genau. Das sind die zwei Ansätze. Genau, nicht neu kaufen, sondern vielleicht alte Projekte wieder auferleben lassen. Ja, finde ich gut. Refurbish und damit auch mit hoher Regenerativität, weil die Energie die wurde schon mal reingesteckt genau. Und wir müssen nicht mehr so viel neues CO2 produzieren. Richtig. Also, wenn alles gut klappt, sehen wir uns im September auf der NUVA. Da bin ich gespannt. Wir haben jetzt aber auch nicht mehr so viel Zeit, wir müssen jetzt ranklotzen. Geht los. Ey, Kohlen Schlagschrauber und dann machen wir die ersten Schrauben los. So machen wir's. Wir hauen rein, ne? Tschüss, Leute. Macht's gut. Genau, nicht vergessen, meinen Live-Kanal abonnieren, auch den Hauptkanal. Ganz wichtig, sonst verpasst ihr irgendwas. Tobi, danke. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Küsschen, hab euch lieb. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.